Hallo Investoren, hallo Trader. Kennbäcker. Bei diesem Begriff fangen meine Augen immer sofort zu leuchten an. Und ich denke, das wird dem einen oder anderen von euch genauso gehen. Denn ist es nicht der Wunsch eines jeden Anlegers, genau so eine Aktie in seinem Depot irgendwann wiederzufinden? Zwar ist es, so würde ich behaupten, beinahe unmöglich, eine Aktie von ihrem Tief bis zu den Höchstkursen hin zu begleiten, da es schwer ist, die Erfolgsgeschichte einer Aktie im Vorhinein zu erkennen, insbesondere dann, wenn sie noch am Boden liegt. Dennoch ist es bei weitem nicht unmöglich, 500%, 1000% oder mehr mit einer Aktie zu machen. Meines Erachtens ist es dabei von Vorteil, sich auf Aktien zu konzentrieren, die nahe ihrer Hochs notieren und gleichzeitig bereits in den vorhergehenden Jahren stark gestiegen sind. Bekanntlich steigen Aktien langfristig nur dann, wenn sie ihren Gewinn und Umsatz kontinuierlich steigern und ein einzigartiges Produkt bzw. eine starke Marktposition haben. Klar werden wir so nur auf Aktien aufmerksam, die bereits mehrere 100% Kursplus verbuchen können. Doch gleichzeitig stehen genau hier die Chancen gut, dass sich der positive Kursverlauf auch weiterhin fortsetzen wird. Ein Tenbagger ist eine Aktie, die eine zehnfache Wertsteigerung erfährt. Der Begriff stammt von Peter Lynch, einem der erfolgreichsten Anleger aller Zeiten. Peter Lynch wurde hier bei TraderFox erst kürzlich in mehreren Artikeln besprochen. Zudem haben wir bei TraderFox in unserem Tool Aktienrankings kürzlich ein neues Template hinzugefügt, welches die Kernelemente von Peter Lynchs Philosophie nachbildet. Ich zeige euch das mal. Wir gehen hier auf Aktienrankings und dann seht ihr hier oben einen Reiter, der heißt Templates. Da drücke ich jetzt drauf und hier sind verschiedene Templates hinterlegt. Der Screener Peter Lynch ist hier zu finden. Hier sehen wir eine Beschreibung. Wenn ich jetzt hier auf Template laden gehen würde, dann würden mir die Peter Lynch Aktien angezeigt. Ich gehe auf Abbrechen und mache jetzt nicht den Screener an, da sich der heutige Beitrag nicht um Peter Lynch dreht, dessen Buch der Börse einen Schritt voraus ich durchaus empfehlen kann. Aber das Ranking-System, das ich gleich vorstellen werde, führt uns ebenfalls zu tollen Unternehmen mit spannenden Stories. Dabei konzentrieren wir uns heute wieder auf Wachstumsaktien, wollen dabei aber den Sicherheitsaspekt sowie den Rentabilitätsaspekt ebenfalls berücksichtigen. Wir bei TraderFox suchen leidenschaftlich nach Aktien, die eine gute Story aufweisen und das Potenzial haben, sich zu vervielfachen. Dabei gehen wir auf unterschiedliche Weise vor. Eine effektive und vor allem auch effiziente Methode ist es, Screening-Prozesse anhand unserer Tools, Aktienrankings und Aktienscreener durchzuführen. Bei der heutigen Suche nach hervorragenden Aktien werden wir das Tool Aktienrankings benutzen. Dieses Tool erlaubt es mir, fundamentale und technische Faktoren so zu gewichten, wie es mir beliebt. Nach Auswahl eines Aktienuniversums erhalte ich dann alle Aktien der Reihe nach angezeigt. Die Unternehmen mit dem besten Scoring-Ergebnis stehen dabei ganz oben. So, und nun zeige ich euch, wie ich vorgehe. Als erstes melde ich mich hier bei traderfox.de an, dann klicke ich hier auf Aktienrankings, was ich schon gemacht habe, und dann erscheint mir hier Aktienrankings. So, im nächsten Schritt gehe ich auf das Universum und wähle eines aus. Da die besten Wachstumsaktien bekanntlich in den USA zu finden sind, wähle ich als Universum die größten 2000 US-Aktien nach Marktkapitalisierung aus. Im Anschluss gehe ich dann auf den Reiter Fundamental. Um nicht nur das Wachstum als einziges Kriterium zu haben, nehme ich noch jeweils eine Sicherheits- und eine Rentabilitätskennzahl hinzu. So habe ich dann insgesamt vier Kriterien, die ich auswähle. Diese sind stabiles EPS-Wachstum aus Sicht von 5 Jahren mit einer Gewichtung von 20%. Diese Kennzahl gibt an, wie stabil ein Unternehmen seinen Gewinn pro Aktie in einem bestimmten Zeitraum steigern kann. Somit kann diese Kennzahl auch als Qualitätskriterium angesehen werden. Für die EPS-Ermittlung wird der Gewinn eines Unternehmens durch die ausstehende Anzahl der Aktien geteilt. Das Umsatzwachstum
haben wir hier als Bewertungskriterium, beschreibt die prozentuale Veränderung des Jahresumsatzes im Vergleich zum Vorjahr. Ich gewichte es mit 25%. Die Finanzverbindlichkeitenquote gewichte ich ebenfalls mit 25%. Diese Kennzahl ist als Sicherheitskriterium zu verstehen und zeigt auf, ob das Unternehmen eine stabile finanzielle Situation vorzuweisen hat. Dabei gibt die Finanzverbindlichkeitenquote den Anteil der Verbindlichkeiten am Gesamtkapital wieder. Eine geringe Quote lässt auf eine gute finanzielle Unabhängigkeit schließen. Bei der Finanzverbindlichkeitenquote ist zu beachten, dass der Pfeil hier nach unten zeigen muss, da wir ja eine niedrige Quote haben wollen. Als letztes haben wir noch die durchschnittliche Gesamtkapitalrendite. Das ist eine Rentabilitätskennzahl. Und sie setzt den Gewinn und die Zinsen ins Verhältnis zum Gesamtkapital und gibt die Verzinsung des Gesamtkapitals an. Je höher die Gesamtkapitalrendite ist, desto effizienter wird das Kapital eingesetzt. Ich gewichte diese mit 20% auf Sicht von 3 Jahren. So, nun habe ich eine Gewichtung von 90% erreicht. Da ich nicht nur fundamental starke, sondern auch technisch starke Aktien suche, vergebe ich die letzten 10% mit folgendem technischen Kriterium: Abstand vom Hoch auf 1-Jahressicht. Wie ihr hier rechts unten sehen könnt, haben wir jetzt 100% erreicht. Nun scrolle ich weiter nach unten zu den Scan-Kriterien. Dort gebe ich beim Reiter technisch, da bin ich schon, eine einzige Auswahl ein. Da ich die charttechnisch stärksten Aktien suche, gebe ich beim Abstand zum Hoch maximal 20% auf der Sicht von 250 Handelstagen ein. Und dann gehe ich auf Scannen. Was ich schon gemacht habe, ihr seht hier, dass nur noch 1193 Aktien übrig sind und hier werden mir schon die Aktien nach Ranglistenreihenfolge angezeigt. Ich schaue mir immer ganz gern die ersten 20 bis 30 Aktien etwas genauer an. Dabei gehe ich auf die Infoboxen und bekomme einen schnellen Überblick über die Unternehmen. Ich brauche hier nur einen kurzen Blick auf die Visualisierungen zu werfen und sehe, dass es hier eine Menge spannende Unternehmen zu entdecken gibt. Leider kann ich nicht alle analysieren, so gern ich das hier machen würde. Wir sehen hier ganz vorne auch, wo war sie? Ich habe es gerade gesehen, hier auf Platz 3 eine Facebook-Aktie, die ist uns auch schon in anderen Screenings begegnet. Es ist immer ein positives Zeichen, wenn Aktien in verschiedenen Screenings ganz vorne mit dabei sind. Heute konzentrieren wir uns aber auf das Unternehmen Texas Pacific Land Trust. Und das nicht nur, weil es auf Ranglistenplatz 1 ist, sondern auch, weil ich dieses Unternehmen lange Zeit in meinem Depot hatte, nach dem Verkauf aus den Augen verlor und erst heute durch dieses Screening erneut auf meine Watchlist gesetzt habe. Texas Pacific Land Trust dürfte wohl wenigen Anlegern ein Begriff sein. Es gibt kaum Analystenkommentare zur Aktie und mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von etwa 20.000 Stück pro Tag wird sie nicht viel gehandelt. Was also verbirgt sich hinter Texas Pacific Land Trust? Bereits 1888 entstanden, verwaltet das Unternehmen heute etwa 900.000 Hektar Land in Texas und New Mexico und gilt dadurch als einer der größten Grundbesitzer in Texas. Der größte Teil dieser Fläche liegt im sogenannten Permian-Becken, welches zu den aktivsten Öl- und Gasexplorationsgebieten innerhalb der USA zählt. Konzerne wie Exxon, Chevron und Carrizo Oil and Gas sind unter anderem dort tätig. Der Trust, der verdient sein Geld mit der Verwaltung von Grundstücken, der Vergabe von Förderrechten, wobei er für jedes Barrel gefördertes Öl einen Anteil bekommt, Grundstücksverkäufen, Öl- und Gasgebühren, Dienstbarkeiten und Pachtverträgen. Da hier Geld eingenommen wird, ohne irgendetwas investieren zu müssen, besteht das einzige Risiko lediglich in einem Rückgang der Ölnachfrage bzw. einer endgültigen Erschöpfung der Ressource Öl. Soweit ist es aber noch nicht. Ganz im Gegenteil, durch die neue Fracking-Technologie kann immer länger und vor allem immer mehr Öl aus dem Boden geholt werden.
Da diese Methode aber eine immense Menge an Wasser erfordert, war die Gründung von Texas Pacific Water Resources in 2017 ein kluger Schachzug. Nun betreibt das Unternehmen inzwischen zwei Segmente, nämlich einmal Land- und Ressourcenmanagement und zum anderen die Wasserversorgung, wobei letztere momentan das am schnellsten wachsende Segment darstellt. Dabei stiegen die Einnahmen von 11,8 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2017 auf 50 Millionen US-Dollar im zweiten Halbjahr 2018. Hier seht ihr das Gebiet, wo Texas Pacific Land Trust tätig ist. In blau sehen wir hier die Flächen, welche TPL gehören. Und hier haben wir die Förderlizenzen, die auf alle Ewigkeit, so heißt es, gelten. Die sind hier rot gekennzeichnet. Trotz des enormen Erfolgs des Trusts gibt es auch Anteilseigner, die mit der Strategie des Unternehmens unzufrieden sind. Insbesondere dem größten Aktionär Horizon Kinetics, der etwa 23% der Aktien hält, ist die lebenslange Dienstzeit der Treuhänder ein Dorn im Auge. Nachdem im März dieses Jahres der Treuhänder Maurice Meyer, der dritte, verstarb, schlug Horizon Kinetics nun einen eigenen Kandidaten vor, der gegen den vom Trust vorgeschlagenen General Donald Cook antreten soll. Horizon Kinetics erhofft sich dadurch eine Veränderung in der Funktionsweise des Führungsgremiums, um letztlich mehr Einfluss zu erlangen. Die eigentlich für den 22. Mai anberaumte Abstimmung wurde kurzfristig verschoben. Der Trust wird nun einen neuen Termin für die Sondersitzung bekannt geben. Dabei bleibt zu erwähnen, dass alle drei den Trust beratenden Unternehmen den Aktionären empfohlen haben, für General Donald Cook zu stimmen. Nun wird es auf alle Fälle sehr spannend zu sehen, wie die Abstimmung, wann immer sie auch sein wird, ausgehen wird und wie der Kurs auf das Ergebnis reagieren wird. Auf dem Aktienterminal von TraderFox schaue ich mir jetzt noch die Umsatz- und die Gewinnentwicklung an. Wie zu sehen, konnte der Umsatz von 2012 bis 2018 von knapp 30 Millionen auf fast 300 Millionen US-Dollar gesteigert werden. Der Gewinn, der stieg in diesem Zeitraum von knapp 20 Millionen US-Dollar auf beinahe 210 Millionen US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie, den haben wir hier, verbesserte sich ebenfalls enorm von 2,20 US-Dollar in 2012 auf 26,93 US-Dollar in 2018. Das sind enorme und stetige Steigerungsraten. So, nun schaue ich mir noch die Kursentwicklung an. Seit Anfang des Jahres 2016, als die Aktie bei nur etwas über 100 US-Dollar notierte, ist Texas Pacific Land Trust ohne Unterbrechung, wie man hier sehr schön sehen kann, gestiegen. Anfang Oktober 2018 erreichte sie ein Allzeithoch bei knapp unter 900 US-Dollar, bevor sie in eine scharfe Korrektur überging. Und dann Anfang April ein neues Allzeithoch bei 901 US-Dollar markierte. Die Aktie hat somit einen Kursanstieg von beinahe 900% in gerade einmal 3 Jahren vorzuweisen. Das ist allerdings sehr bescheiden im Vergleich zur längerfristigen Betrachtung, wenn man bedenkt, dass die Aktie Ende 1992 bei gerade einmal 3,50 US-Dollar notierte, dann ist das ein Wertzuwachs von über 26.000% innerhalb von 28 Jahren. Ein Setup wie aktuell bei Texas Pacific Land Trust gefällt mir sehr gut. Das hat mehrere Gründe. Zum einen weist die Aktie relative Stärke auf. Zum anderen sehen wir eine Verschnaufpause nahe dem Allzeithoch und die Flaggenformation, die sagt uns genau, wann es Zeit ist, hier einzusteigen. So habe ich mir auf die obere Trendlinie hier einen Alarm ins System gelegt, um sofort über den Ausbruch informiert zu werden. Der Bruch der Trendlinie sollte bei erhöhtem Volumen stattfinden und der Kurs sollte im Anschluss zügig auf ein neues Allzeithoch
ausbrechen. Sollte der Kurs nach einem dynamischen Ausbruch wieder erwarten zurück in den Kanal laufen, dann würde ich spätestens dann die Position schließen. So, wenn ihr in Zukunft keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert doch jetzt unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal, sagt Andreas Haslinger.